Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Mit diesem letzten Wort aus dem Matthäusevangelium begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich am Altjahrsabend an der Schwelle zu einem neuen Jahr 2021. An diesem Abend gehen unsere Gedanken zurück auf ein sehr herausforderndes Jahr, belastend und reich zugleich. So wollen wir Rückblick und Vorblick halten, mit dem weihnachtlichen Licht im Rücken, das uns den Weg weist, so wie den drei Weisen, die in eine unbekannte, aber hoffnungsvolle Zukunft hineingehen. Ich lese den Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, zu dir richten wir unsere Augen auf. Von dir erwarten wir Hilfe. Oft und viel hast du uns geholfen in diesem Jahr. Du hast uns Auswege aus Sackgassen gezeigt. Du hast uns Kraft gegeben, auch mühsame Aufgaben zu erfüllen. Du hast uns Geduld gegeben, auf manches zu verzichten, was wir gerne getan hätten. Du hast uns getröstet und aufgerichtet, wenn wir niedergeschlagen waren. Du hast uns Ideen gegeben, wenn wir in Sackgassen gelandet sind. Sei weiter bei uns mit deinem Licht von Weihnachten her und zeig uns den Weg in ein neues Jahr. Amen. Liebe Gemeinde, auf der Schwelle zum neuen Jahr geht uns so vieles durch den Kopf. Wir blicken zurück und denken an das, was gewesen ist und was hinter uns liegt. Und dann wird uns klar, 2020, das war in jeder Hinsicht ein herausforderndes Jahr. Es stand unter der Jahreslosung aus Markus 9, 24, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese, unsere geglaubte Zuversicht,
wich in diesem Corona-Jahr immer wieder auf ständiger Verunsicherung. Und gleichzeitig haben wir uns immer so sehr nach Klarheit, nach Orientierung, nach Erklärungen gesehnt und auch von Gott. Und so ist uns gerade dieses Wort unter die Haut gegangen. Am Anfang dieses Jahres stand fröhliche Ausgelassenheit, frischer Wagemut, viele Pläne für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde mit einem Neubauprojekt in der Zukunft vor Augen. Und dann kam der Absturz. Unvorstellbar, unfassbar, wie schnell alles weggebrochen ist, was so stabil erschien. Die Pandemie hatte uns im Griff und nicht nur uns, die ganze Welt. Ab März gab es nur noch ein Thema auf allen Kanälen. Da war Solidarität gefragt und Geduld. Es gab wohl niemanden, den diese Erfahrung nicht herausgefordert und verändert hat. Wir haben ganz von Neuem gelernt, was Solidarität und Nachbarschaft bedeuten und auch Rücksichtnahme. Wir haben lernen müssen, dass Abstand halten und einander trotzdem nicht aus den Augen verlieren, dass das beides zusammengehen muss. Wir haben uns neu kennengelernt und haben dabei Seiten an uns kennengelernt und entdeckt, die wir so gar nicht kannten. 2020 war nicht ein Jahr wie jedes andere. Es hat uns an Grenzen gebracht, die wir nicht geahnt haben. Verblüfft sind wir in ein neues, ein anderes Leben eingetaucht und haben uns manchmal einsichtig und manchmal unwillig in diese Realität hineingefügt. Und nun müssen wir Abschied nehmen von diesem Jahr. Es wird in die Geschichtsbücher eingehen. Aber die Lichtblicke dieses Jahres und die Wegzeichen des Sterns von Bethlehem, sie werden mit uns gehen in ein neues Jahr. In den letzten Tagen habe ich einige Lichtblicke in der Gemeinde und in meinem Umfeld gesammelt. Da wurde erzählt, dass das Zusammenrücken in der Familie, dass Freundschaften sich auch gerade sogar digital vertieft haben. Kolleginnen und Kollegen haben sich zum ersten Mal wahrgenommen, auch die, die weit entfernt sind. Manche sind sich sehr, sehr nah gekommen, auch wenn es nur durch den Bildschirm ging. Kraft und Halt durch die Erfahrung von Natur, davon haben viele erzählt. Wanderungen in schöne Regionen Deutschlands, das Spüren der Elemente hat Kraft gegeben. Der blaue Himmel ohne Kondensstreifen, die größere Ruhe im Alltag, die geringere Hektik, die regelmäßigen Spaziergänge auf dem Nordfriedhof mit lieben Menschen, auch die haben geholfen. Das ökumenische Läuten der Kirchen, die Erfahrung von Hilfsbereitschaft unter Kollegen, die sonst nur das Allernötigste miteinander gesprochen haben, neue Nähe mit Menschen, mit denen man nur professionell zusammengearbeitet hat und dass ich meine Familie, so schreibt mir meine Kollegin, unglaublicherweise trotz Streichung von Flügen aus verschiedensten Erdteilen mal für ein paar Wochen zusammen sein konnte. Dass im Gottesdienst endlich wieder ein kleiner Chor gesungen hat, wo wir schon seit Monaten nicht mehr singen dürfen. Ich habe gemerkt, dass Singen mir so viel bedeutet und dass ich ohne Singen gar nicht leben kann in diesem Jahr. Ich habe mir Zeit und mehr innere Erlaubnis gegeben zum Lesen, zum Schreiben und Kreativsein, schreibt mir eine ältere Dame. Und das gemeinsame Werkeln mit der Nachbarschaft in unserem Gemeinschaftsgarten, das hat mir immer wieder Auftrieb gegeben. Das St. Martins Singen in den Mauenheimer Vorgärten, das war ein Lichtblick. Oder auch die Weihnachtsandacht am Balkon im Weidenpescher Mollwitzhof. Und für mich ganz persönlich war das Advents, das Weihnachtssingen mit der Pfarrfamilie hier in der einsamen, festlich geschmückten Kirche am Heiligabend etwas ganz Besonderes. Das ist uns noch nie passiert in diesem Leben, dass wir am Heiligabend keinen Gottesdienst gefeiert haben. Aber es war ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Mit diesen Lichtblicken, neben all dem Schweren im Gepäck, und Sie und Ihr werdet eure eigenen Lichtblicke mit dazu tun,
können wir von diesem seltsamen Jahr 2020 Abschied nehmen. Es hat uns in Situationen gebracht, die wir uns nicht vorstellen konnten. Es hat uns herausgefordert. Es hat das Beste in uns zum Vorschein gebracht und auch zum Leuchten geführt. In aller Unsicherheit haben wir Zuversicht erleben können. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es gab wohl selten eine Jahreslosung, die so zum Lichtblick werden konnte, wie diese Worte aus dem Markus-Evangelium. Ein Lichtblick in unsicheren Zeiten. Amen. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Liebe Gemeinde, wir haben allen Grund, zuversichtlich in das neue Jahr zu gehen. Denn Gott selbst ist dieser Grund. Und so werden wir auch begleitet von der Aufforderung Jesu, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Diese Aufforderung ist die Jahreslosung für das Jahr 2021. Jesus bringt uns die Barmherzigkeit Gottes nahe. Gott öffnet sein Herz für uns. Gott öffnet sein Herz für alle Menschen, die in Not sind und ist ihnen nahe, gerade jetzt. Und er wird es auch im neuen Jahr sein. Und Gott traut uns zu, selbst barmherzig zu sein. Das heißt, unser Herz zu öffnen für andere Menschen, warmherzig zu sein, voller Respekt und Rücksichtnahme, an Menschen zu denken, die krank sind oder einsam. Es gibt so viele Möglichkeiten, barmherzig zu sein, Menschen nahe zu sein und dabei zu wissen, wir können das, weil Gott uns dazu befähigt. Und so lassen Sie uns voller Zuversicht in das neue Jahr gehen, voller Zuversicht und Hoffnung. Hoffnung darauf, dass durch die Impfungen die Pandemie mehr und mehr unter Kontrolle gebracht werden kann. Hoffnung in unserer Gemeinde darauf, dass unser Neubau vielleicht am Ende des Jahres vollendet sein wird. Es gibt so viele Gründe, hoffend und zuversichtlich zu sein und vor allem barmherzig zu sein. Amen. Bye.
am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lasst uns Fürbitte halten. Gott, Weihnachten liegt hinter uns und das neue Jahr vor uns. Im Wechsel der Tage und Jahre, in unserem Kommen und Gehen, fragen wir, was bleibt und Bestand hat, was hält und uns Mut gibt. Wir fragen uns, was und wo die guten Mächte sind, die uns zuversichtlich ins neue Jahr gehen lassen. Gott, wir vertrauen darauf, dass dein Licht von Weihnachten her bleibt, wenn unsere Zeit vergeht. Dein Wort begleitet uns im neuen wie im alten Jahr. Wir bitten, hoffen und vertrauen, dass du uns und allen Menschen nahe bleibst, in guten wie in schweren Zeiten im neuen Jahr. Segne uns mit deiner Gegenwart und höre uns, wenn wir gemeinsam zu dir rufen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.